Ich bin übertrieben mit dem Klick. Bitte was? Vielleicht habe ich es jetzt schon übertrieben mit meinem Klick. Na, Christoph Walz ist richtig. Ja, Marti. Servus. Servus. Ah. Überraschung. Ja. Was machst denn du da? Na, aber zu fliegen in der Gegend. Nein, ich habe um 3 ein Meeting in Wien und da habe ich mir gedacht, schau ich bei dir vorbei. Na super. Schau, ich habe ein bisschen was Gutes mitgebracht. Na, nicht schlecht. Aber komm, gehen wir zuerst rein. Ja. Das ist jetzt echt eine Überraschung. Wie geht's dir so? Hast du lange nichts hören lassen? Ja, gut, danke. Meine Firma passt auch alles. Also, wir haben genug zu tun. Fein. Bist du noch beim Rheintaler in München? Mhm, beim Rheintaler, genau. Schön. Schön. Und wie geht's der Maria und den Kindern? Warte kurz. Tschau. Das war euer. Der Simon ist groß geworden. Ja. Geht jetzt in die erste Klasse? Schon? Mhm. Das ist ein Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Naja, kannst uns einmal besuchen kommen. Jetzt sagst du schon seit 2 Jahren, dass du kommst. Ja, stimmt, ich sollte mal kommen, aber es ist ja immer viel zu tun und jetzt das Renovieren. Wie geht's dir eigentlich, Papa? Mir? Eh gut. Weißt du, immer was zu tun und immer dasselbe, weißt du eh. Hast du mal was von der Mama gehört? Weißt du, wenn du irgendwas brauchst? Martin, mir geht's gut, keine Sorge. Na, danke. Weißt du, das sind so Sachen, die passieren halt einmal im Leben. Weißt du, kannst mich jederzeit anrufen, wenn du was ist. Ja, danke, Martin, ich weiß, aber keine Angst, mir geht's wirklich gut. Ich habe alles, was ich brauche. Mir fehlt's ja nichts. Na gut. Ich muss dann mal, gell? Jetzt schon? Ja, leider, ich habe echt nur einen Zwischenstopp bitte gemacht. War eigentlich gar nicht einberechnet. Schade, aber wenn es sein muss. Ja. Okay, dann danke, gell? Ich hab zu danken. Meld dich halt wieder mal. Ja, mach ich. Also, servus. Servus, Papa.
Hallo?